Hallo und willkommen zu meinem November-Neuzugänge-Video. Ein Format, was es auf meinem Kanal eigentlich sehr, sehr selten gibt. Denn ja, normalerweise verarbeite ich die Neuzugänge in den Lesemonaten. Und normalerweise sind es auch nicht so viele. Aber im November habe ich sowohl viele Bücher gelesen, habe einige Currently Readings. Das habt ihr im Lesemonat schon gesehen, wenn ihr da vorbeigeschaut habt. Ansonsten verlinke ich euch das mal. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Neuzugänge im November gehabt. Es ist ein bisschen eskaliert. Ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist, aber ich kann das alles erklären. Und das mache ich jetzt in diesem Video. So ein großer Stapel ist gar nicht schlecht. Da kann ich hier meine Hände, meine Arme drauf abstützen. Aber so nach und nach möchte ich euch jetzt die Bücher zeigen, die im November neu eingezogen sind, die meinen Sub mal wieder haben explodieren lassen. Sub heißt Stapel ungelesener Bücher für alle, die auf BookTube noch nicht so lange unterwegs sind. Ja. Abonniert gerne den Kanal, schaut euch die Videos an, dann werdet ihr irgendwann auch diese Bücher hoffentlich im gelesenen Zustand sehen und meine Meinung dazu. Jetzt kann ich euch immer erstmal nur das Buch zeigen und berichten, worum es dort gehen soll. Das erste Buch für November ist ein Rezensionsexemplar, bei dem ich einfach nicht Nein sagen konnte. Und zwar von Michael Martin, Das Wesen der Wüste. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das ist ein gebundenes Buch aus dem Ludwig Verlag, der mir bis dato noch nichts gesagt hat. Was ich sehr schön finde, ist, dass es ein klimaneutrales Produkt ist. Das steht hier hinten drauf. Klimaneutrales Druckprodukt. Kostet 22 Euro. Und es geht um die einzigartige Schönheit unberührter Natur. Warum gäbe es ohne die Sahara keinen Amazonas-Regenwald? Sind Oasen tatsächlich nur ein paar Dattelpalmen rund um eine Wasserstelle? Ertrinken womöglich mehr Menschen in der Wüste, als in ihr verdursten? Michael Martin, seit über 35 Jahren unterwegs in den Wüsten dieser Welt, lässt uns eintauchen in einen Kosmos voller Wunder und Geheimnisse. Erzählt von Menschen, Tieren und Pflanzen, denen es gelingt, sich an schwierigste Lebensbedingungen anzupassen. Ich war ja gerade in einer Wüste. Man mag es kaum glauben, Wüste ist nicht die Bezeichnung für etwas mit viel Sand, sondern die Antarktis ist auch eine Wüste, eine Schneewüste. Und hier geht es allerdings um, ich glaube, um Sandwüsten. Ich war in Abu Dhabi mal in der Nähe der Wüste oder in der Wüste bei einer Tour, einer Safari, Jeep-Safari-Tour und fand das sehr beeindruckend. Also die Wüste fasziniert mich schon sehr. Nachdem ich jetzt in der Antarktis war, vielleicht mal eine Reise ins andere Extrem. Also ich bin sehr gespannt, was der Autor mir Spannendes berichten kann, wie genau das geschrieben ist. Es gibt auch ganz tolle Bilder hier drin. Also für alle, die sich für Wüsten interessieren, glaube ich, das sieht nach einer Oase aus, ein Kloster. Ein sehr interessantes Buch und da freue ich mich, das zu lesen. Ich glaube, das kann man relativ schnell weglesen. Es sind auch einige Schwarz-Weiß-Bilder neben den farbigen Beschriftungen, Bildern. Ich hatte schon im Lesemonat Sprachfindungsstörung. Ja, ich freue mich darauf und der Autor sagt mir nichts, der Verlag sowieso auch nicht. Und ich mag es immer, Neues zu entdecken und da werde ich euch dann berichten. Dieses Jahr werde ich es nicht mehr lesen, also keine der Neuzugänge, doch eins werde ich dieses Jahr lesen. Aber da werde ich euch von berichten und ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr den Autor kennt und das Buch vielleicht schon mal gesehen habt. Vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Vielreisende und Menschen, die auf Wüsten stehen. Ein weiteres Rezensionsexemplar ist das nächste All You Can Read Buch, was ich im Buchclub gemeinsam mit den 5 anderen Mädels lesen werde. Die Infos dazu, unser Instagram-Account, findet ihr unten immer in der Infobox. Da habe ich das immer verlinkt. Und wir haben uns für den Winter, für Dezember jetzt dieses Buch hier vorgenommen. Das habe ich im Lesemonat schon gezeigt, weil ich schon die ersten 30, 40 Seiten gelesen habe. Und zwar von Kate Lloyd Brown, Ein Märchen im Winter. Ich glaube, ohne den Klappentext nochmal zu lesen, es ist so eine Familiengeheimnis-Romangeschichte. Fängt auf jeden Fall schon sehr interessant an. Es geht um Edelsteine und eine Diamantbrosche. Und ja, ich möchte gar nicht vom Klappentext so viel lesen. Ich möchte mich überraschen lassen. Mir sagte die Autorin vorher nichts. Und vielen Dank an den Piper Verlag, dass wir das alle zugeschickt bekommen haben, dass wir das gemeinsam lesen können. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich einfach unsere gemeinsamen Bücher liebe. Und da wir immer ein anderes Genre bis jetzt gelesen haben und da ziemlich wild unterwegs sind und eben ja, in dieser Richtung noch nichts gemeinsam gelesen haben, bin ich sehr gespannt, wie uns das allen gefallen wird. Und ja, das passt einfach, denke ich mal, allein schon vom Cover sehr, sehr schön in den Dezember. Und da werde ich euch dann im Dezember-Lesemonat, ich gehe davon aus, mal schauen, ob wir es im Dezember schon zu Ende lesen können, je nachdem, wie auch unsere Zeit so bestellt ist. Wir alle haben im Dezember ja sicherlich viel vor. Nicht nur Weihnachtsgeschenke kaufen, verpacken, verschenken, sondern Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmarkt. Ich liebe die Zeit einfach, aber da ist halt immer nicht so viel Zeit.
Und ich habe viele, viele, viele Body Reads im Dezember. Aber da freue ich mich drauf. Und damit ich da weitermachen kann, schnacke ich nicht lang und wir gehen zum nächsten Buch über. Beim nächsten Buch handelt es sich um ein E-Book. Da kann ich euch den Kindle hochhalten und blend euch das Buch ein. Und zwar ist es der dritte Teil, der dritte und letzte Teil der Scythe-Reihe. Scythe? Keine Ahnung, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht das jetzt auch schon am Cover von Neil Schusterman. Das Buch ist gerade erst rausgekommen. Ich habe es mir sofort geholt. Ich werde es im Dezember leider noch nicht schaffen, es zu lesen, aufgrund der vielen Buddy Reads. Aber ich werde es mir, denke ich mal, für Januar, spätestens Februar vornehmen. Ich liebe die Scythe-Reihe. Wer davon noch nichts gehört hat, Neil Schusterman, und ich sage es jedes Mal, ist für mich the Godfather of Jugenddystopie. Ich habe seine andere Reihe, dessen Namen mir immer nicht vollendet. Die Vollendet-Reihe sehr, sehr, sehr geliebt. Ich habe noch ein Einzelband von ihm hier, was er mit seinem Sohn zusammengeschrieben hat. Auch das möchte ich nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr auf jeden Fall lesen, denn ich mag ihn einfach unfassbar gerne. Und Scythe ist eben auch wieder eine Jugenddystopie. Absolut für Erwachsene geeignet, also das sollte euch nicht abschrecken. Es geht darum, dass in der Zukunft ja quasi der Tod überwunden ist. Es gibt keine Krankheiten mehr, beziehungsweise kann man alles heilen. Wenn jemand sich vom Dach stürzt, kann man auch das heilen. Niemand muss mehr sterben. Das ist aber ein Problem, denn die Welt hat eben nur eine begrenzte Kapazität für Menschen. Und trotzdem, ja, muss eigentlich immer jemand gehen, wenn Menschen geboren werden. Es gibt sonst Übervölkerung und ihr kennt das Dilemma. Und Neil Schusterman hat sich überlegt, dass diese Gesellschaft ja quasi von einer künstlichen Intelligenz ja nicht beherrscht wird, aber verwaltet wird, gestaltet wird. Und das ist ja auch nicht so unwahrscheinlich. Da wird ja auch schon fleißig dran gearbeitet, also an KIs im Allgemeinen. Aber trotzdem müssen eben Menschen sterben und dafür gibt es die Scythe, die Todbringer, die die Menschen nachlesen, glaube ich, heißt es. Neil Schusterman erfindet immer so ganz tolle Wörter für die Dinge. Das ist bei Vollendet auch schon gewesen. Mir fällt es gerade nicht ein, aber egal. Ich glaube, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Mal schauen, ob ich das finde. Und ja, es geht eben um diese Todbringer und im ersten Band werden zwei Jugendliche ausgewählt, die die Ausbildung zum Scythe beginnen. Im zweiten Band ist es dann schon sehr politisch, gesellschaftskritisch. Es gibt natürlich auch böse Scythe, gute Scythe, nicht alles läuft in den richtigen Bahnen. Und der Cliffhanger am zweiten Band war wahnsinnig groß. Ich erinnere mich noch sehr gut daran und das ist nicht üblich. Oft vergesse ich gerade das Ende. Aber es war ein wahnsinniger Cliffhanger und ich habe so diesem Buch herbeigesehnt, weshalb ich im Januar unbedingt weiterlesen möchte. Also ganz, ganz große Empfehlung. Ich freue mich auf dieses Finale. Ja, ich hatte es direkt vorbestellt schon Anfang November oder als ich wieder zurückgekommen bin oder schon im Oktober, glaube ich. Und pünktlich am 27.11. wurde es auf mein Kindle geliefert, aber ich kann es halt jetzt noch nicht lesen. Da fehlt die Zeit. Aber da freue ich mich dann sehr drauf, wenn es da losgeht. Die nächsten zwei Bücher sind neue Bücher, die ich mir bei Amazon mit einem Gutschein geholt habe. Und ja, inspiriert von meiner Antarktisreise habe ich mir die bestellt. Es gab dort zwei Geschichten, die mich extrem interessiert haben, begeistert haben. Und zum Thema Antarktis, Südpolentdeckung und Expedition in die Antarktis. Sicherlich ganz anders zu damaliger Zeit, als wie ich es gemacht habe. So luxuriös ist das natürlich damals nicht gewesen. Und zwar, es sind Namen, die viele, denke ich, kennen werden, wenn sie sich ein bisschen mit der Geschichte der Antarktis auseinandergesetzt haben. Ich gebe zu, ich habe das vorher nicht im extremen Maße gemacht. Ich habe dieses Reisehandbuch gelesen, da kamen die Geschichten auch drin vor. Aber wenn man live vor Ort ist, die Schauplätze dieser Abenteuer sieht, fühlt, was sie damals ungefähr gefühlt haben, wobei die ganz andere Kleidung hatten und ganz andere Technik natürlich, ja, und dann eben die Vorträge hört, die super spannend und toll gemacht waren, dann, ja, prägt sich das noch viel besser ein. Deswegen möchte ich gerne diese zwei Bücher lesen und habe mir einmal geholt 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing. Es gibt zu beiden Themen, also einmal dieses Abenteuer, diese wahnsinnig beeindruckende Expedition, wo so viel schiefgegangen ist, aber auch wahnsinnig viel Glück dabei war, dass alle Männer überlebt haben. Das ist jetzt kein Spoiler, das weiß man. Hier geht es um Shackleton und die Besatzung der Endurance, die 1915 geplant hat, die Antarktis zu durchqueren. Ja, und stecken geblieben sind im Eis.
635 Tage dort verbringen mussten, die Orte wechseln mussten und einfach Wahnsinniges geleistet wurde. Es gibt auch Fotografien aus der Zeit, die wurden gerettet. Viele der Seemänner haben ihre persönliche Habe zurückgelassen, um eben diese Fotografien zu retten. Und es ist wahnsinnig beeindruckend und ich freue mich riesig, dieses Buch zu lesen. Es gibt sehr viele Ausgaben, sehr viele Bücher, die diese Expedition beschreiben. Aber ja, man muss ja irgendeins nehmen. Das hatte ganz gute Bewertungen und sieht auch sehr schön aus. Deswegen habe ich mich für dieses entschieden. Hat 10 Euro gekostet, ist im Goldmann Verlag erschienen. Und ich versuche das noch im Winter zu lesen. Ich möchte es eben relativ zeitnah jetzt nach meiner Reise lesen. Aber ihr wisst ja, der Sub ist riesig und hier ist immer noch Empire Antarctica, was ich auch noch nicht gelesen habe, was ich jetzt schon eine ganze Weile auf meinem Sub habe. Aber gut. Die zweite Geschichte, die mich fasziniert, begeistert und interessiert hat, war die Reise zum Südpol. Scott und Amundsen sind sicherlich zwei Namen, die man in diesem Zusammenhang kennen sollte, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt. Denn beide, das ist hier das Buch Duell im ewigen Eis von Rainer K. Langner aus dem Fischer Verlag. Und das spielt vor der Shackleton-Expedition 1911. Da geht es darum, den Südpol zu erreichen. Und ja, Scott und Amundsen haben beide diesen Weg auf sich genommen, unabhängig voneinander. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Amundsen angekommen ist. Scott auch, leider etwas später, was er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht wusste. Da gab es auch kein Internet, Satellitentelefon und so weiter. Wir befinden uns 1911, muss man dazu sagen. Das ist der Wahnsinn. Ja, es hat auch ein sehr tragisches Ende rund um Scott. Und warum ich gerade das sehr gerne lesen möchte, der Enkel von Robert Falcon Scott, der Falcon Scott, war einer unserer Lektoren auf der Reise. Der hat dort die Geschichtsvorträge gehalten, hat über seinen Großvater gesprochen, den er natürlich nie kennengelernt hat, aber natürlich die Familiengeschichte kennt und hat uns Bilder gezeigt, hat auch die Hütte mit restauriert, wo Scott damals mit seiner Expedition unterwegs war. Und ja, ein super interessanter, sehr, sehr netter Mensch, der in Schottland lebt. Und seine Frau war auch dabei, auch eine ganz, ganz liebe. Und da möchte ich einfach über seine Vorfahrengeschichte und eben um die Reise zum Südpol, das Duell von Scott und Amundsen mehr lesen. Auch da gibt es unfassbar viele Bücher zu. Sicherlich gibt es immer verschiedene Meinungen, denn ja, wir waren nicht dabei und auch der Autor hier war nicht dabei. Aber aus den Aufzeichnungen her hoffe ich, dass es eine spannende Geschichte ist. Spannend ist sie so oder so, aber eben, dass sie auch spannend erzählt ist. Genauso wie die Shackleton-Expedition. Das sind so die beiden Geschichten rund um die Antarktis, die Expeditionsgeschichten, die mich am meisten fasziniert und begeistert haben. Und da freue ich mich drauf zu lesen und die Orte wieder zu entdecken, die ich live gesehen habe. Dann kam hier überraschend ein Paket von der lieben Carly, von Carlys Books an. Da war unter anderem auch ein Adventskalender drin, der 9. mit Tee. Vielen Dank dafür. Da freue ich mich schon Montag loszulegen. Der steht nämlich auf der Arbeit. Da kann ich dann jeden Tag Tee trinken und nach den Wochenenden sogar 3. Und ja, eine schöne Weihnachtskarte war auch dabei, die ich direkt als Lesezeichen für dieses Buch verwenden werde, wenn ich dazu komme, es zu lesen. Aber es ist einfach perfekt. Ich kannte das nicht und freue mich da riesig drauf. Das ist definitiv auch ein Buch, wo man immer mal zugreifen kann, denn es sind verschiedene Geschichten dort drin. Und jetzt schnacke ich nicht lang und zeige es euch. Und zwar von Katja Henschel in High Heels um die Welt. 20 Weltenbummlerinnen erzählen von ihren aufregendsten, schönsten und skurrilsten Abenteuern. Ein Travelets Buch. Und das sind die Mädels. Hier hinten sind auch noch welche drauf. Und passt halt wie Arsch auf Eimer. Da hat Carly das richtige Buch gefunden. Und da bin ich sehr gespannt, was diese Abenteuer der Mädels sind, wo sie unterwegs waren, was ich daraus ziehen kann, was ich dann auf meine Wunschliste, Reisewunschliste packen kann. Das ist ja immer so. Sind also quasi Kurzgeschichten. Camping in Kanada sehe ich hier gerade. Das Rennen von Pamplona. Oh, auch sehr spannend. Und ja, auf dem Weg ins Abenteuer, vor der Reise ist nach der Reise. Also das passt wirklich definitiv. Reisen ist meine große Leidenschaft. Wer diesem Kanal folgt, weiß das. Ich lese gern Reiseliteratur, aber ich reise auch gerne. Und wer die Antarktis-Vlogs sehen will, da ist es nämlich auch schon losgegangen. Also wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr es tunlichst tun, damit ihr kein Video verpasst. Und ja, weiter geht's. Das nächste Buch ist auch ein Geschenk und das ist einer der neuen Adventskalender, denn von meinen Eltern habe ich dieses süße kleine Buch geschenkt bekommen. Ich liebe ja diese Fischer Taschenbibliothek, da hatte ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht und auch Bücher verlost. Falls die Gewinner das hier sehen,
Das war die Kamera. Falls die Gewinner das sehen, können sie mir ja mal schreiben, ob sie schon gelesen haben, die Bücher, die ich da verlost habe. Das hier ist der klassische Adventskalender, 24 Geschichten bis zum Fest. Also quasi eigentlich auch noch ein Buch, was ich im Dezember lese. Die Geschichten sind gar nicht mal so kurz. Es sind immer so, ja, 20, 25 Seiten. Und das sind Geschichten von verschiedenen Autoren, zum Beispiel Agatha Christie, Karl May, hier sehe ich schon Thomas Mann, Weihnachten bei den Buddenbrooks. Also bekannte Autoren, die hier Weihnachtsgeschichten veröffentlicht haben, beziehungsweise hat, ich denke mal, wo steht ihr Name? Juliane Beckmann, die das rausgegeben hat, diese Geschichten zusammengefasst zu einem süßen kleinen Adventskalender, der auch in die Tasche passt. Kann man unterwegs auch lesen und ich bin mal gespannt, ob ich das im Dezember jeden Tag schaffe, die Geschichten zu lesen oder dann auch nachzulesen. Spätestens nach dem 24., wenn die Buddy Reads vielleicht schon fortgeschritten sind, werde ich dann nachlesen, um mich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Und ich sehe auch gerade, zwischendurch ist dann auch nochmal ein Liedtext und Noten dabei, wer die Blockflöte flöten will. Ja, ich denke, das ist auch echt ein süßes Geschenk, könnte jetzt ein bisschen zu spät kommen, aber könnt ihr euch für nächstes Jahr vielleicht mal auf den Geschenkezettel schreiben. Mein großer Tipp, das ganze Jahr über die Geschenke notieren, dann muss man die nämlich nur noch im November besorgen, kann sie verpacken und die Weihnachtszeit ist weniger stressig. Also für alle, die einen Adventskalender ohne Schoki haben wollen und lieber lesen, ist das ein großer Geschenketipp schon mal von mir. Ohne, dass ich es gelesen habe, aber ich denke, da sind für jeden Geschichten dabei, die man mag. Dann habe ich gerade gestern oder vorgestern noch einen Neuzugang erworben. Ich habe mal wieder die Mängelexemplarkiste durchwühlt. Genau, es war gestern. Eigentlich wollte ich gar nicht gucken. Dann dachte ich, naja, vielleicht ist hier was dabei, was du auf dem Wunschzettel hast. Und dann kannst du ja Geld sparen. Und es war tatsächlich etwas dabei. Und zwar der zweite Band der New York Diaries Reihe. Und ich habe alle vier Bücher jetzt endlich hier. Der zweite fehlt immer noch. Deswegen habe ich noch nicht angefangen, könnte ich jetzt sagen. Aber ich habe sie alle hier. Das ist jetzt Carrie Price bzw. Adriana Popescu. Die zweite Autorin, die an dieser Reihe mitgewirkt hat, ist Anne Freitag. Und ich weiß nicht, wie ihr Pseudonym ist. Ellie Taylor. Doch, ich glaube Ellie Taylor, genau. Und eben Carrie Price. Die beiden Pseudonyme haben sich diese Reihe geteilt. Es ist immer ein Buch von Anne Freitag und eins eben hier von Adriana Popescu. Es spielt in New York. Es ist, glaube ich, eine New Adult Geschichte. Ich glaube, es ist was Nettes, was ich vielleicht so Frühling, Sommer eher lesen würde. Am besten sollte ich einen Flug nach New York gebucht haben, denn wenn das wirklich so gutes New York-Feeling bringt, dann wird die Sehnsucht groß. Meine liebste Stadt auf der Welt immer noch. Und ja, da freue ich mich zu lesen und freue mich, dass ich alle vier als Mängelexemplar bekommen habe. Das ist auch tatsächlich, hat keinen großen Mangel. Manchmal sind da in den Bücherkisten auf der Listermeile auch so Bücher, die hinten sehr kaputt sind. Aber das hier ist minimal vergilbt, aber ansonsten sieht das sehr, sehr gut aus. Und auch hier gibt es eine Playlist, das macht ja Anne Freitag sehr gerne und das haben die beiden Autorinnen hier wohl auch gemacht. Und ja, hier ist wieder so ein blöder Aufkleber drauf, wo ich nicht weiß, was das soll. Aber der sieht auch so aus, als ob man den nicht gut abbekommt. Und das letzte Buch der Neuzugänge im November ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar, das ist sogar noch eingeschweißt. Ich finde es ja toll, dass viele Verlage jetzt schon ohne diese furchtbare Folie arbeiten und nur so eine Banderole drumherum machen. Also da wünsche ich mir noch ein bisschen weniger Verpackungen, denn Bücher müssen noch echt nicht in Folie eingeschweißt werden. Wozu? Das ist dieses hier, deswegen glänzt es hier auch so ein bisschen. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Auch ein Reiseroman. Neu-Sohn-Land, wie aus 30 Tagen Auszeit unsere allerbeste Vater-Sohn-Zeit wird. Mal eine ganz andere Richtung der Reiseliteratur. Ich bin sehr gespannt, was ich mir als Frau, die keine Kinder will, da rausziehen kann. Aber es geht da um Andreas Seltmann, der seinen 17-jährigen Sohn, der am deutschen Schulsystem gescheitert ist, zur Seite nimmt und mit ihm eine Auszeit in Neuseeland startet. Also das ist ja immer eine spannende Geschichte. Also ich denke, viele Väter würden was anderes machen, wenn ihr Sohn von der Schule fliegt oder den Abschluss nicht schafft. Aber ja, er nimmt die mit nach Neuseeland und zusammen haben sie wohl eine tolle Zeit. Zahlreiche Erlebnisse und überraschende Abenteuer, ist es auch Zeit zum Reden. Über die Liebe, den Tod, Familiengeheimnisse. Also ich glaube, es ist eben nicht nur ein Reisebuch. Ich hoffe, es wird trotzdem Neuseeland ein bisschen beschrieben und wo sie unterwegs sind. Und trotzdem auch sehr viel Inneres. Also ja,
Was wird denn hier geschrieben? Ein beeindruckendes Mutbuch für Väter. Am liebsten würde ich sofort mit meinem Sohn losziehen. Inspirierende Impulse für mich als Vater, Mann und Unternehmenslenker, sagt ein Vorstandsvorsitzender. Okay, ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe bin, aber es ist Neuseeland und ein Reisebuch und mal was ganz anderes. Und wenn das gut ist, werde ich euch berichten. Vielleicht kann ich mir auch noch ein bisschen was für meine nächste Neuseelandreise rausziehen. Das wird nämlich irgendwann definitiv auf dem Plan stehen. Und das waren die vielen, vielen Neuzugänge im November. Wie gesagt, mein Sub ist explodiert. Hätte ich diese nicht gehabt und nicht die im letzten Monat, dann wäre ich tatsächlich mal unter 100. Aber das wäre schon so oft der Fall gewesen, wenn nicht so viele Bücher eingezogen wären. Hätte, wäre, sollte, vollkommen egal. Ich freue mich über meine schöne Bibliothek, wo ich immer wieder Bücher rausziehen kann. Und unfassbar viele Bücher sind, die ich am liebsten sofort lesen möchte. Aber das ist das Schicksal der viel Lesenden und viel Kaufenden auch. Und Geschenk bekommenden und Rezi-Exemplar zugeschickt bekommenden. Aber jetzt genug von den Neuzugängen. Schreibt mir sehr, sehr gerne, was euer letztes Buch war, das ihr bekommen habt, gekauft habt oder ähnliches. Wie hoch ist euer Sub, also euer Stapel ungelesener Bücher, wenn ihr das überhaupt zählt? Also ich sehe das ja immer bei Goodreads, habe da ja so meine Statistik. Und ich brauche das auch, ich mag das sehr gerne. Da ziehe ich dann auch alles für die Tags raus. Ja, schauen wir mal. Ich möchte als nächstes auch mal wieder ein paar Tags drehen, je nachdem wie die Zeit ist. Lesen hat Vorrang im Moment. Ich verlinke euch nochmal ein anderes Video, wenn ihr Lust habt weiterzuschauen. Ein anderes Buchvideo. Schaut auch gerne in den Lesemonat November rein. Der ist auch relativ lang geworden. Und natürlich auch das Abo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich glaube, an dieser Stelle haben sowieso schon die meisten abgeschaltet. Also fasse ich mich kurz. Bis dann. Tschüss.